Willkommen zurück, kleiner Blick bitte. Zwei Packungen Nudeln und noch 5 Tomaten und ab zur Kasse. Tja, immer mehr Anbieter in Deutschland liefern alles, was es im Supermarkt gibt, via Internetbestellung direkt nach Hause. Aber wie funktioniert das eigentlich mit frischem Fleisch, mit Obst und mit empfindlicher Ware? Das ist er, der Supermarkt 2.0. Keine Werbung, keine Kunden. Hier sieht es aus wie in einer großen Lagerhalle. Experten schätzen, dass in Zukunft 10% aller Lebensmittel im Internet bestellt und nach Hause geliefert werden. Aber was halten die Verbraucher überhaupt von der Idee des Online-Supermarkts? Ich weiß nicht, wie schnell wird denn sowas geliefert. So, weißt du nie, was man kriegt? Ich habe schon zu viel Mitleid mit den Paketboten. Ich habe in der U-Bahn Werbung gesehen zu diesen Online-Supermärkten, aber bestellt habe ich selber noch nichts. Würden Sie es mal ausprobieren? Ja, ausprobieren würde ich es auf jeden Fall mal. Warum nicht gleich jetzt? Für uns kauft Larissa ihre Lebensmittel im Netz und vergleicht zwei Anbieter. Der erste, Deutschlands größter Online-Supermarkt. Hier werden alle Waren aus einem Zentrallager in Oldenburg verschickt. Der zweite Einkauf findet beim Supermarkt um die Ecke statt. Auch hier kann man online Lebensmittel kaufen, die ein Fahrer bis vor die Haustür liefert. 10 Uhr. Larissa bestellt ihren Wocheneinkauf bei beiden Anbietern, sprich, die Warenkörbe sind identisch. Beim größten Online-Supermarkt geht das sogar per App. Neben Getränken und Tiefkühlpizza packt sie auch Gemüse, Obst und zerbrechliche Eier in den digitalen Einkaufswagen. Eine besondere Herausforderung für die Anbieter, schließlich soll alles frisch und unbeschädigt bei Larissa ankommen. Ah, ich kann ja sogar frisches Fleisch von der Theke bestellen. Da bin ich ja mal gespannt, in welchem Zustand das dann ankommt und was für eine Qualität das ist. Ihren Einkauf hätte Larissa gerne so schnell wie möglich. Das heißt in diesem Fall, die Lieferung soll am nächsten Abend in München sein. Wir folgen zuerst der Bestellung bei Deutschlands größtem Online-Supermarkt. Der befindet sich in Oldenburg und verschickt von dort aus seine Ware nach ganz Deutschland. Galileo blickt als erstes TV-Team hinter die Kulissen. Das Zentrallager ist 6500 Quadratmeter groß und besteht aus 3 Bereichen. Im sogenannten Palettenlager befinden sich Artikel, die häufig und in großen Mengen bestellt werden, zum Beispiel Getränke. Gegenüber teilt sich die Lagerhalle in 3 verschiedene Kühlzonen auf. Trocken- und Konservenware, Obst und Milch sowie Tiefkühlware. Das Herzstück liegt genau dazwischen. Im Mittelteil befinden sich die Sortier- und Verpackungsstationen sowie der Versand. Hier gibt es mehr als 34.500 verschiedene Artikel. Das sind fast 3-mal so viele wie im klassischen Supermarkt, wo die Markenauswahl meist geringer ist. Jede Woche werden 218.000 Produkte in die ganze Republik verschickt. Doch wo genau ist Larissas Bestellung gelandet? 11 Uhr. Der Auftrag befindet sich bereits im System und geht zuerst an Nadine Hill, die hier für die Kunden einkauft. Neben ihr kümmern sich 14 weitere Mitarbeiter darum, dass Larissas Lebensmittel schnell und gut verpackt auf die Reise gehen. Wo darf ich denn hin? In Lager 1 bitte. Alles klar. In Lager 1 befinden sich Trocken- und Konservenware. Und die wird hier nach dem Prinzip der chaotischen Lagerhaltung sortiert. Das heißt, Hundefutter steht neben Nudeln und Geschenkband neben Oliven. So lässt sich Raum optimal nutzen, auch wenn es komisch aussieht. Das System weiß immer, wo welcher Artikel lagert. Das ist hier ein wildes Einlagern. Wo Platz ist, wird alles reingestellt. Ein normaler Mensch, der im Supermarkt einkaufen geht, der würde hier gar nicht zurechtkommen. Nadine geht auf dieser Tour nicht nur für Larissa einkaufen, sondern für insgesamt 35 verschiedene Kunden. Am Tag schafft sie so 100 Bestellungen. Alle Aufträge sind auf einem mobilen Scanner gespeichert. Es ist Nadines digitaler Einkaufszettel. Es wird halt gezeigt, wo man, wo der Lagerort ist. Und den muss man dann anscannen, den Lagerort. Dann sagt er, was für ein Artikel hier steht und wie viel der davon haben will. Dann muss der Artikel nochmal angescannt werden. Dann kann man den in den Wagen stellen und bestätigen und dann kommt schon das nächste. Durch das Einscannen verfolgt das System unsere Bestellung in allen Abteilungen. Das Gerät zeigt Nadine den kürzesten Weg zum nächsten Artikel und gibt sogar die Laufrichtung vor.
Damit sich die Kommissionierer nicht im Weg stehen, sorgt das System dafür, dass nie zwei Mitarbeiter in einem Gang sind. Denn der ist kaum breiter als ein Einkaufswagen. Doch im Vergleich zu einem normalen Supermarkt sind viele Regale hier eher leer als voll. Wie kann das sein? Es fehlt einfach der Platz, um viele Artikel lange zu lagern. Was der Sattelschlepper liefert, muss wenig später schon verkauft sein. Sonst wird's eng. Jeden Tag kommen 20 Tonnen Lebensmittel an. Den Eingang der neuen Ware kontrolliert Long Tat. Er sortiert die Lebensmittel nach ihren Verkaufszahlen. Damit die Ware nicht ausgeht, muss der Sattelschlepper zweimal am Tag kommen. Das kommt daher, weil das Lager hier nicht so groß ist, wir auch die Sachen hier teilweise sehr schnell verkaufen und die Sachen dann auch dementsprechend schnell wieder reinkommen. Der Online-Supermarkt braucht ständig Nachschub, sonst wäre er nach 48 Stunden leer gekauft. Zurück in Lagerhalle 1 bei der Tiefkühlkost. Larissa hat auch Eis und Pizza bestellt und das soll natürlich gefroren bei ihr ankommen. Eine Herausforderung für den Online-Supermarkt. Die tiefgefrorenen Produkte werden in ISO-Boxen mit Trockeneis geliefert. Das ist minus 78 Grad kalt und soll 30 Stunden kühl halten. Auch das Verschicken von frischem Obst und Gemüse ist nicht ganz einfach. Bei seiner Lieferung sollte es schließlich genauso appetitlich wie im echten Supermarkt aussehen. Ibrahim Karedemir sucht für Larissa passende Äpfel und Tomaten. Was Druckstellen hat, wird sofort aussortiert. Der Kunde sieht ja nicht, er kann ja nicht sehen. Wir müssen dafür sorgen, dass er gute Qualität hat. Aussortiertes Gemüse geht an Bedürftige. Mittlerweile haben wir viele Lebensmittel gesehen, aber wo ist eigentlich das Fleisch? Das gibt's hier. 10 Minuten vom Lager entfernt ist ein Supermarkt, der zum Unternehmen gehört. Dort gibt es weitere 100.000 Artikel. Exotische Ware, die nicht so häufig online bestellt wird, kommt von hier. Aber auch die frische Wurst, Käse und eben das Fleisch. Kurt Bolte ist einer von insgesamt 15 Mitarbeitern, die hier ausschließlich den Online-Supermarkt bedienen. Der Fleischermeister bearbeitet jeden Auftrag einzeln. Ob das Fleisch an der Theke oder im Internet verkauft wird, ist egal. Zulieferer ist immer die hiesige Schlachterei. Wir haben 2 Einheiten Schweineschnitzel bestellt, das entspricht 400 Gramm. Kurt Bolte verschweißt das Fleisch. Schließlich ist es ab jetzt mindestens 24 Stunden lang unterwegs. Um die Frische zu gewährleisten, muss er sich warm anziehen. Im Kühlhaus sind hier 0 Grad. Hier wird zugeschnitten. Die Verpackung erfolgt hier bis hier in die Kühlbox, so dass wir also tatsächlich die Kühlkette nicht unterbrechen. Auch das Fleisch kommt in eine ISO-Box. Extra Kühlakkus sorgen dafür, dass es immer eine Temperatur zwischen 4 und 7 Grad hat. 6-mal pro Tag bringt ein eigener Shuttle-Service die Frischwaren vom Supermarkt ins Online-Lager. Drei Stunden nach unserer Bestellung. Aus verschiedenen Bereichen sind die Produkte in der Sortierstation eingetroffen. Anja Reichau ordnet sie nun den einzelnen Kunden zu. Für jede Bestellung gibt es hier mindestens eine Box. Wird ein Artikel eingescannt, leuchten genau die Boxen auf, in die der Artikel rein muss. Am Ende wird per Knopfdruck bestätigt. Insgesamt gibt es hier 8 solcher Sortierstationen. Es muss schon genau sein, darf ja nichts vertauscht werden, aber schnell sein müssen wir schon, damit wir alle Aufträge auch an einem Tag durchbekommen. Und auch, dass die Ware frisch bleibt. Denn schon jetzt läuft die Zeit für die Frische und die Tiefkühlprodukte. Um die Kühlkette zu gewährleisten, müssen die Bestellungen so schnell wie möglich raus. Sind alle Artikel fertig sortiert, checkt Anja die Box sozusagen aus. In der sogenannten Pufferzone kommen nun alle Kisten zusammen. Und zum ersten Mal ist unser Auftrag komplett. Weiter geht's in der Verpackungsstation, wo es auffallend wenige Männer gibt. An 54 Plätzen arbeiten in erster Linie Frauen. Idealerweise Hausfrauen. Denn die wissen, wie man mit Lebensmitteln umgeht. So die Idee. Anke Fette verfügt über 30 Jahre Erfahrung im Haushalt. 4 Stunden nach Larissas Bestellung verpackt sie den Einkauf so, dass er möglichst heil das Ziel erreicht. Tiefkühl- und frische Ware kommen in ISO-Boxen. Der Rest in Kartons.
Damit beim Transport nichts kaputt geht, muss dick gepolstert werden. So dick, dass selbst Eier nicht kaputt gehen können, egal was der Paketbote anstellt. Das ist getestet worden. Das wurde mal, ich glaube, irgendwo mal von der ersten Etage oder so runtergeschmissen und die Eier waren alle heile. Ja. Neben dem ordentlichen Polstern muss Anke auch aufpassen, welche Artikel bei der Lieferung nebeneinander liegen. Bananen und Äpfel sollten sich beispielsweise nicht zu nahe kommen. Ja, die Äpfel geben zu viel Säure ab und die Bananen, die reifen dadurch schneller. Und der Kunde kriegt die braun. Anke ist die Erste, die den kompletten Einkauf des Kunden sieht. Und sie weiß mittlerweile recht genau, für wen sie die Pakete packt. Also man weiß schon, das ist eine Familie, das ist ein Junggeselle, der bestellt nur einmal Deo und einmal zum Duschen und Flasche Wein oder was. Ja, das weiß man. Nach einer halben Stunde ist unser Einkauf fertig verpackt. Insgesamt waren 15 Mitarbeiter mit unserer Bestellung beschäftigt. Da unser Einkauf frische Ware enthält, geht es für das Paket per Express nach München. Aus logistischen Gründen ist eine Lieferung am gleichen Tag bisher nur im Ruhrgebiet möglich. Wird unsere Bestellung die 800-Kilometer-Reise unbeschadet überstehen? Der nächste Tag. In München wird unser zweiter Einkauf bearbeitet. Der Supermarkt um die Ecke macht die Bestellung immer erst am Tag der Lieferung fertig. Bianca Morkis kümmert sich um Larissas Auftrag. Der ist ebenfalls auf einem mobilen Scanner gespeichert. Neben der normalen Verkaufsfläche gibt es ein eigenes Lager mit den beliebtesten Online-Artikeln. Dazu zählen Klopapier und Getränke. Was hier nicht verfügbar ist, muss sich Bianca zusammensuchen. So wie alle Offline-Kunden auch, im ganz normalen Supermarkt. Hallo. Sonst noch Wunsch? Mhm. Einmal französische Baguette Salami, 200 Gramm bitte. Einmal. Dankeschön. Wurst und Käse kommen von der Theke, aber in diesem Markt gibt es das Fleisch nicht frisch, sondern nur abgepackt. Auch insgesamt ist das Sortiment kleiner. Rund 9000 Artikel gibt es hier. Und die können sich je nach Markt und Postleitzahl unterscheiden. Dafür sind die Preise online die gleichen wie im klassischen Supermarkt. Ist ein Produkt ausverkauft, sucht Bianca nach einer Alternative. Dann würde ich dem Kunden einen Ersatzartikel anbieten. Da entscheide ich auch, wie ich mich entscheiden würde, wenn ich für mich selber einkaufen würde. Beispielsweise Peperoni Salami, würde ich ihm jetzt eine Salami-Pizza anbieten. Bei der Lieferung kann der Kunde dann entscheiden, ob er den Ersatzartikel möchte oder nicht. Der Mindestbestellwert liegt bei 40 Euro. Bisher gibt es den Online-Bestellservice aber nur in 52 Städten mit mehr als 50.000 Einwohnern. 17 Uhr am gleichen Tag. Den Einkauf vom Supermarkt um die Ecke bringt ein eigener Fahrer. Ab einem Bestellwert von 100 Euro ist die Lieferung gratis. Sonst zahlt man je nach Wunschtermin zwischen 2 und 4,90 Euro. Geliefert wird von 8 Uhr morgens bis 10 Uhr abends direkt vor die Wohnungstür. Auch wenn man im dritten Stock wohnt, so wie Spontantesterin Larissa. Hallo, Frau. Hallo. Was ist denn gerne? In die Küche. Haben Sie denn noch Leergut, was ich mitnehmen soll? Nein. Die Lieferung war pünktlich. Und wie sehen nun die Lebensmittel aus? Ist alles frisch und unbeschädigt? Larissa packt aus. Zuerst das Eis. Ja, ist noch nicht geschmolzen. Der Salat ist schon ein bisschen angedrückt. Die Tomaten hätte ich so auch gekauft. Also sie sehen gut aus. Und wie frisch ist das Fleisch? Schweinefleisch sollte hell bis zart rosa sein. Mit dem Finger lässt sich prüfen, welche Konsistenz es hat. Je fester, desto besser die Qualität. Und mit einem Küchentuch kann man feststellen, wie viel Flüssigkeit das Fleisch verliert. Hier gilt, je trockener das Tuch, desto besser das Fleisch. In diesem Fall ist alles in Ordnung. Überrascht hat mich, dass die Sachen wirklich frisch sind, gekühlt sind, dass nichts beschädigt ist, dass alles da ist, was ich bestellt habe. Eine Stunde später. Die Pakete von Deutschlands größtem Online-Supermarkt kommen per Post. Für die Abendlieferung fällt eine Gebühr von knapp 10 Euro an. Ansonsten ist die Zustellung ab 65 Euro kostenlos und trifft vormittags ein.
Unser Einkauf kostet genauso viel wie beim regionalen Anbieter und wurde pünktlich geliefert. Doch in welchem Zustand sind die Lebensmittel nach der 800 Kilometer langen Reise von Oldenburg nach München? Als würde es frisch aus dem Tiefkühlfach kommen. Jede ISO-Box kostet 5 Euro Pfand. Noch mehr Müll? Hat sich die aufwendige Verpackung gelohnt? Ah, offene Chips. Noch mehr Päckchen im Päckchen. Einwandfreie Tomaten. Die Eier sind dank der dicken Polsterung heil geblieben. Larissas Küchentisch erinnert dafür langsam an einen Wertstoffhof. Sogar die Zahnpasta hat man noch mal schön in Plastik verpackt, damit der nichts passiert. Nach 20 Minuten ist es endlich vollbracht. Alle drei Pakete sind ausgepackt. Eigentlich sollte es ja schneller gehen, ich sollte entlastet sein und der ganze Müll, das ganze auspacken. Und dann muss ich nachher noch die Boxen zur Post zurückbringen. Immerhin, der Online-Supermarkt nimmt seinen Müll zurück. Zusammen mit den Pfandboxen kann Larissa ihn nach Oldenburg schicken. Dort wird er dann recycelt. Unser Fazit: Wer Müll vermeiden will, ist mit dem regionalen Anbieter besser beraten. Denn dieser Berg ist ein Minuspunkt beim größten Online-Supermarkt. Bei beiden hat die Lieferung zuverlässig geklappt. Ganz mängelfrei hat es keiner hinbekommen, aber insgesamt waren alle Produkte frisch und gut gekühlt. Der Einkauf kostet gleich und genauso viel wie im normalen Supermarkt. Für den Lieferservice muss man je nach Bestellung bis zu 10 Euro extra bezahlen.